Und damit willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Und ich glaube, es möchte direkt ein Lilminip kämpfen. Nein, falscher Pokéball. Ah, fuck. Ich dachte mir, gut, wenn es dich schon einmal encountert, kannst du es auch fangen. Aber gut, Hyperball reicht trotzdem. Ich würde eigentlich Flutball nehmen. Mensch. Ich will es nicht umbenennen. Aber interessant, dass bei der Namenseintragungsdings gekennzeichnet ist, welches Pokémon das ist. Hey, ich will nicht kämpfen. Jetzt geh doch mal weg. Gut, anscheinend möchte das Schicksal, dass wir Pokémon fangen. Wenn ich schon nicht vorwärts laufen kann, einen Schritt vorwärts gehen kann, ohne auf Pokémon zu treffen. Gut, dann machen wir das. Was? Gut, dann nicht. Ich laufe ja keinem Pokémon hinterher. Mensch, was ist denn hier los? Ich will doch einfach nur zum nächsten Spot. Gut, dann bekommst du auch noch eine Chance. Möchte das weibliche Griffel bei mir bleiben? Oder ist es auch ein bisschen zickig, wie der andere? Nein, er möchte bei mir bleiben. Sie möchte bei mir bleiben. Ich will es nicht in mein Team nehmen. Ich will einfach nur hier weiter. Oh, Junge. Ich glaube, ich sollte zu Fuß gehen. Staralili haben wir schon gefangen im letzten Part. So, darf ich jetzt mal gegen dich kämpfen? Das wäre ganz wunderbar, wenn wir nach 2 Minuten dann endlich mal mit dem Part richtig beginnen können. Vulpix. Ich bin schon wieder zu faul zu wechseln. Deswegen gehe ich auf Spukball. Natürlich. Natürlich hat es überlebt. Lass mich raten, du hast auch ein Feuer-Pokémon oder zumindest ein Pokémon, womit ich gegen mit meinem Skellokrok nicht schnell besiegen kann. Ja, kommt drauf an. Ist es Flug oder Wasser oder beides? Ein so winziges Pokémon mit Bedroherfähigkeit? Oh. Okay, es ist Flug. Na, ich wechsle mal lieber, weil Skellokrok ist schon mächtig angeschlagen und da kommt nochmal so ein Pokémon. Gut, Ampharos darf jetzt ran. Der hat auch Bedroher. Scheint in mehreren Farben das Pokémon. Also jetzt haben wir blau und gelb gesehen, wahrscheinlich noch rot, oder? Donner ist schon eine geile Attacke, aber die trifft zu selten, deswegen nehme ich die nicht mit rein. Staravia. Auch wieder ein Pokémon mit Bedroher. Ah ne, muss nicht unbedingt. Ah doch. Staraptor auf alle Fälle, aber Staravia ist eher seltener, glaube ich, der Fall.
Riolu, was machst du denn hier? Die Vorentwicklung von Lucario. Nehmen wir auch mal mit rein. Jetzt bin ich doch schon wieder entgegen meiner Aussage im letzten Part am Pokémon fangen. Aber gut, Riolu lohnt sich. Gehört ja mit zur Lucario Family. So, weiter geht's. Kitakami Kulturzentrum. Das Relaxo hat keinen Bock. Was ist denn da hinten für Pokémon? Das Ding ist, wenn ich jetzt dahin fliegen würde, komme ich A, nicht so schnell hier wieder zurück und B, ist es wahrscheinlich dann eben wieder despawned. Der Oni besaß 4 sonderbare Masken. Setzt er die grüne Maske ein, haucht er eine welke Pflanze ein neues Leben ein. Rote Maske, Flämmchen einer Kerze in lodendes Feuer. Blaue Maske, Lauf des Flusses. Und graue Maske, mühelos zu zermalen. Was? Es gibt nur noch eine? Hat er nicht gesagt 4 Tafeln oder waren es tatsächlich nur 3? Nun gut, dann gehen wir mal zur Schreckenshöhle. Ich muss sie mir mal markieren. Ich habe die Pokémon hier gar nicht gesehen. Was ist das denn? Brimova? Nie gehört. Nie gehört und nie gesehen. Auf jeden Fall ein Psycho-Pokémon. V
Feuerzahn. FMH, Top-Genesung. Das ist bestimmt wieder so ein Herrscher-Pokémon, oder? Luftschnitt. Steinknochen. EP-Bonbon-S. Ah, wir können ja hochklettern, das darf man nicht vergessen. Da können wir theoretisch dann auch ein bisschen cheesen hier. Aha, hier sind wir auch richtig. Was für schmaler Weg. Ach, wie nett, du heilst mich sogar. Schaufler. Der Typ weiß, wie man einen abfacken kann. Ja, genau. Das ist, das kannst du keinem erzählen. Eieiei, der ist so Damage. Janma. Ist genauso ein schnelles Pokémon. Der hat nur schnelle Pokémon, habe ich das Gefühl. So viel Schaden mit einem einzigen Angriff, das sieht nicht gut für mich aus. Ja, mit so viel Schaden mit einem einzigen Angriff kann ich bei Risiko-Tackle genauso sagen. Quapuzzi, da können wir doch gleich hier bleiben. Und was bringt dir das jetzt? Was bringt dir das? Genau deswegen nehme ich nur Angriffe mit, die Schaden machen, weil so eine Attacken sind einfach sinnfrei.
So ein großer Höhleneingang und so ein schmaler. Also so ein großer Höhleneingang und so ein schmaler Wohnraum, sag ich mal. Gib dich zu Joes zu Hause. Ah, hier wohnt er. Ja, stimmt, macht ja auch Sinn. Ist ja die Hauptstadt dieser Insel hier. Macht schon einen schicken Eindruck von weit weg, dieses Haus. Aber hier ist auch noch eine TM, die nehme ich mir auch natürlich auch noch mit. Felsgrab. Das ist doch schon mal deutlich besser als diese blöde Schuluniform da. Hol dir eine Maske. Ach, ich darf mir auch eine nehmen. Jetzt will sie noch ganz random kämpfen. Ja, von mir aus.
Natürlich hat er sowas wie Fokusgurt. Natürlich. Oh, es wird Akku. Ja, genau. Also das ist ja mal wieder fürchterlich lächerlich. Das ist ja mal wieder lächerlich at its best hier. Gut. Das falsche Spiel kann ich auch spielen. Los, Level 80 Lucario. Und es ist trotzdem schneller. Wenigstens trifft es mich. Lächerlich. Magnaien. Ich weiß nicht mehr, was dagegen effektiv war. Ich glaube, es war normal, aber ich glaube, es war auch Unlicht. Ich weiß es nicht. Was ist Fatalicia? Keine Ahnung. Eine Teetasse. Keine Ahnung, was Folikon ist. Ah ja. Na dann. Was war das für ein Geräusch? So, ich speichere kurz. Im nächsten Part gehe ich dann meine Pokémon heilen. Und sage an der Stelle erstmal, ich bedanke mich fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal und ciao.